Hallo und herzlich willkommen zurück in einem Video, und es geht darum, die Clever App dann auch auf dem Handy zu installieren. Wenn ihr die runtergeladen habt, entweder vom Play Store oder eben von dem entsprechenden bei iPhone, dann habt ihr so ein Symbol wie hier gerade, wie das hier, auf eurem Handy. So, wenn ihr das jetzt öffnet, kommt als erstes etwas, was bei mir nicht mehr erscheint. Bei euch kommt dann eine Sequenz von, ich glaube, 16 Worten, die ihr bitte genauso und auch mit der Rechtschreibung genauso richtig abschreiben müsst und müsst ihr euch irgendwo hinlegen. Hintergrund ist, solltet ihr mal das Handy wechseln, euer Handy ist kaputt und, könnt ihr mit diesen 16 Worten, könnt ihr das Wallet dann wieder auf dem neuen Handy reaktivieren, und es hat dann eben alle Informationen. Ja? Also ganz wichtig, die 16 Worte euch aufschreiben in genau der gleichen richtigen Reihenfolge, nicht durcheinander, wie bei einem Diktat. Und wenn ihr dann bestätigt, dass ihr sie aufgeschrieben habt, das ist nämlich dann die Abfrage, dann kriegt ihr quasi nochmal so ein Suchspiel, wo die 16 Begriffe da sind, aber ihr müsst sie in die richtige Reihenfolge bringen. Und erst wenn das gemacht ist, ist euer Wallet aktiviert. So, jetzt gehen wir mal in die Clever App rein. Als erstes werdet ihr auch über den PIN gefragt, den ihr irgendwo beim Installieren hinterlegen solltet. So, ich schneide es jetzt hier gleich raus, ich gebe meinen PIN ein und dann schneide ich es raus und dann sehen wir uns danach wieder. So, dann habt ihr ungefähr so ein Bild, nur dass da, wo bei mir jetzt die 140 stehen, da ist bei euch dann 0. So, wenn ihr jetzt über die Kreditkarte einkaufen wollt, könnt ihr entweder das hier aktivieren oder ihr geht jetzt erstmal runter, scrollt runter, da seht ihr auch die Wechselkurse von allem möglichen und geht auf Tron. Da habe ich also ein Unterkonto angelegt, das heißt Testvideo. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte für dieses Konto jetzt eben Tron Präkreditkarte kaufen, mache ich das so, dass ich hier auf Buy gehe. Dann sagt er mir den Betrag. Wenn ihr bei Daisy mit dem kleinsten Paket einsteigen wollt, das kostet 100 Dollar. Jetzt geht es aber ja über die Blockchain. Das heißt, es kostet euch immer ein bisschen Gebühr, wie eine Bankgebühr. Ja? Deswegen solltet ihr, wenn ihr das kleine Paket haben wollt, solltet ihr sicherheitshalber mindestens 110 Dollar aufladen in Tron. Das heißt, ihr müsst gucken, dass hier oben wirklich USD steht und nicht Tron. Ich wechsle es hier mal. Ja? USD 110, er sagt euch auch, wie viele Tron das sind. Hier unten sagt er es euch auch, 3280. Und so könnt ihr das ausladen. Dann geht ihr hier unten auf Next. So, und jetzt müsst ihr sagen, in welchen Account ihr das wollt. Wenn ihr nur einen habt, es kann sein, dass er so wie bei mir Testvideo hier schon steht, und wenn nicht, geht ihr hier unten drunter auf dieses erste hier und dann ist es das TRX Main Account. Ja, das ist das Wichtige. Ich gehe jetzt wieder auf Testvideo, denn das ist ja das, was wir machen wollten. Und dann, wenn hier oben das Richtige drin steht, also euer Konto, auf das ihr die Kryptos laden wollt, dann geht ihr unten auf diesen Proceed to Checkout, diesen lilafarbenen Button. So, was jetzt passiert ist, ihr werdet weitergeleitet zu Simplex. Simplex ist die Bezahlverbindung, um bei der Clever App eben mit der Kreditkarte zu zahlen. So, da steht da oben nochmal, wie viele Trons das sind. Trons wird abgekürzt TRX. Dann steht da 110 US-Dollar. Dann bei Card Number tut ihr eben eure Kredit- oder Mastercard-Nummer rein. Hier den Monat, wie es abläuft. Hier das Jahr. Bei mir kommen jetzt natürlich ganz viele Fehlermeldungen, weil ich ja nichts eingebe. Euren Vornamen, euren Nachnamen und den Sicherheitscode, ist dieser dreistellige auf der Rückseite. Ihr könnt das hier abwählen oder drin lassen. Das hier müsst ihr auf jeden Fall, und ich mache immer das hier, damit ich jetzt nicht so viel Spam bekomme. Ja? Also ihr könnt es oben, das hier könnt ihr austicken oder anlassen, aber das zweite muss auf alle Fälle angeklickt sein. So, und wenn ihr da oben dann alle Sachen angegeben habt, dann geht ihr auf Next. Da ich jetzt keinen Kauf mache, weil ich ja schon bei Daisy drin bin, kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Was passiert ist, dass ihr dann nochmal eure Identität bestätigen müsst mit einem Foto zum Beispiel von eurem Ausweis.
Das kommt dann, also Ausweis Vorderseite, Ausweis Rückseite oder es geht auch mit dem Reisepass. Und dann werdet ihr weitergeleitet eben zu eurer Kreditkarte, die wahrscheinlich von euch entweder ein PIN will, der euch per SMS zugeschickt wird oder irgend sowas in der Richtung. Ja? Aber so ist der Weg und wenn das dann alles abgeschlossen ist, dann, wir gehen ein paar Schritte zurück, findet ihr eben hier, seht ihr dann, wie viele Trons ihr habt, nämlich die, die ihr gekauft habt und wie viele US-Dollar das ausmacht. So. Der US-Dollar-Betrag, der kann sich verändern, weil der Kurs, das seht ihr hier unten, dieser Kurs hier von TRX, der verändert sich natürlich auch, wie er an den Börsen gehandelt wird. Ja? Also, wenn ihr ganz sicher sein wollt, ist mein Tipp, also 110 Dollar sind ungefähr 91, 92 Euro momentan. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, weil der Kurs ja eben auch ein bisschen schwankt, würde ich euch raten, 120 Dollar aufzuspielen. So, das war der Einblick zu dem Clever Wallet und wie ihr per Kreditkarte Trons kaufen könnt. Ihr habt natürlich auch immer die Möglichkeit, das Clever Wallet nicht zu nutzen, sondern in einem Wallet, das ihr vielleicht schon habt, die Trons dort zu kaufen oder in einem Wallet, das ihr auf dem Rechner habt und die dann direkt zu der Tronlink-App zu schicken. Das war jetzt einfach nur für die Personen, die per Kreditkarte sich die Trons kaufen möchten. Bis bald im nächsten Video, in dem ich euch erkläre, wie ihr das Wallet, was ihr hier habt, das Tron Wallet, wie ihr das spiegelt rüber zu Tron Link. Bis gleich.